Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Night of the Dead. Ja, die Nacht bricht in 13 Stunden an. Nee, Moment, die Welle kommt in 13 Stunden oder so. Dieses Gekrissel konnte ich leider nicht rausschalten. Also irgendwie, tja, ich weiß es nicht. Ich habe probiert, alles auf Mittel zu stellen. Das hat keinen Unterschied gemacht. Ich habe jetzt wieder alles normal auf Hoch gestellt. Ach, du bist das. Im Gegensatz zu dem... Ich habe hier eine Tierfalle hingemacht. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt das Messer nicht in meiner Hand? Ach so, da hinten, das mit dem Stein, ne? Ja, ja. Kann ich auch nichts mehr machen. Entweder nee, weil du das warst oder weil die noch nicht ausgelöst Nee, aber sie kam, bei mir kam auch keine Anzeige, also irgendwie... Was ich ganz cool finde, sind so die Bewegungen. Ja, stimmt. Das habe ich da hinten rechts jetzt gerade flackern gesehen, aber ich glaube, das war nur so ein Grafikfehler oder so. Zuerst gedacht, da lief irgendwas. Ja, wir haben schon die Hälfte der Zeit jetzt rum und haben immer noch nichts zustande gebracht. Wir wissen auch nicht genau, wohin wir überhaupt müssen und alles. Also es ist schon ein ganz lustiges Spiel bisher, weil wir von Tuten und Blasen noch keine Ahnung haben. Da hinten ist eine Höhle, glaube ich. Ja, das sah so aus wie Löcher, ne? Da habe ich auch gerade gedacht, aber nicht so klein. Ach ne, da, eine größere. Okay, ah, nee, das sind wirklich nur Löcher, okay. Aua! Ja, der Baum fällt auf deinen Kopf. Hallo, geht's noch? Hier ist so ein Stein. Ja, ich sehe es. Nein, nicht mit E. Man, überall ist mit E aufheben und ich muss hier extra F drücken. Ja, man, ich bin auch überlegen, ob ich es mir umstelle, weil das ist sehr ungewohnt, echt. Ich drück immer E. Und E hat keine Funktion hier in dem Spiel. Gar keine? Nö. Take all. Ich mache jetzt das so. Ich stelle das auch um auf E. Ich weiß nicht, willst du hier mal hochklettern? Moment. Da ist ein Schwein. Ach, sparen ist speichern. Sparen ist speichern, okay. Ja, ja. Sparen ist speichern, das ist gut übersetzt. Ja, Alpha-Version halt, ne? Ja. Also ich bin jetzt den Weg hier den Berg hochgegangen, weil ich gehofft habe, dass hier oben vielleicht weniger Zombies sind, also weniger Angriffe später. Sie hat mich einfach zurückgelassen. Nein, das würde ich nie tun. Ich habe dir ja gesagt, wo ich hin bin. Aber warum der immer noch von mir will, dass ich eine Holzfällerachse herstelle? Die habe ich schon lange hergestellt. Baue die Basement steht bei mir. Und da habe ich mir nämlich gedacht, wenn man das jetzt hier oben irgendwo... Aber das ist ziemlich weit hoch, den Berg, ne? Wo bist du? Ja, wir müssen... Also was Sinn macht... Hinter dem Wildschwein. Okay, guck mal hinter dich. Wow. Da ist eine Sau. Aber eine richtig große. Aber ich habe keinen Pfeil und Bogen, deswegen... Ich denke mal, damit könnte man den ganz gut nehmen. Nee, haut ab. Ich drück wieder auf E. Ich hab E als Second eingestellt. Geh mal auf Option, Steuerung. Und da kannst du E in der zweiten Leiste Optionen einstellen. Optionen meinst du? Ja, Optionen, genau. Spielweise ist wahrscheinlich... Nee, Steuerung. Steuerung habe ich nicht. Achso, doch, da oben. Und dann gehst du auf Aktion, also unter Interface. Und Interaktion, die erste. Action habe ich hier. Ja, Action, ja. Achso, Interaction. Die zweite Zeile ist dann... Da kannst du eh reinmachen. Also das, und hat er auch genommen. Du musst dann aber nur sparen drücken und nicht speichern. Ich habe hier weder sparen noch... Achso, doch hier. Sparen. Sparen oder stornieren kann ich nur. Nee, stornieren ist abbrechen wohl. Okay. Ja, also lieber Entwickler, an der Übersetzung solltet ihr vielleicht ein bisschen noch arbeiten, bevor ihr das Ganze freigebt. Aber ansonsten, ja, und an der Grafik definitiv, weil mit 2560 sind das, glaube ich. Hier, komm mal zurück, Schatz. Warte mal, ich habe hier was Dunkles erwischt. Ja, genau, das wollte ich dir sagen. Nimm den, das ist Eisen. Nimm den, ich nehme ihn. Nimm ihn hart. Ich nehme ihn hart und steif und... Oh Gott. Aber ich kriege ihn nicht auseinander. Das ist schlecht.
Ah, jetzt. Eisenerz! Wuhu! Wo bist du denn jetzt? Ja, auch am Eisenerz, aber hinten. Irgendwie... Ha, ha, ha. Hab ich. Es hängt noch in der Luft bei mir. Warte mal, da hinten ist, glaube ich, auch noch was, oder? Sieht so dunkel zumindest aus. Ja, so richtig viel Action ist natürlich noch nicht drin, weil es ist ja ein typisches Aufbauspiel. Die Action kommt wahrscheinlich in 14 Stunden, wenn uns jetzt die ganze Horde überrennt. Weil wir null Plan haben und keine Base gebaut haben. Und ja gut, ich weiß, wie meine Foundation und sowas könnte ich schon bauen, aber wir müssen uns einen Platz suchen dafür. Ja, yeah, darum geht es ja. Ey, ich werde hier gerade von Erz überfallen. Sind wir jetzt hier mal bald am Anfang des Berges? Also irgendwie... Oder nehmen wir da hinten die Lichtung, weil... Warte mal, ich guck mal, was unser... wir gehen aber laut meiner Richtung gehen wir komplett falsch. Also warte mal. Ja, was heißt falsch? Wir wollten ja irgendwie eine gute Lichtung finden. Ja, eigentlich sollen wir doch zu diesem Hinweis gehen, oder nicht? B-Floor. Sollen wir hier vielleicht? Ja, Schatz. Aber... Ja, wo bist du? Da hinten? Ja, aber ich, da müssen wir halt ein, willst du ein Haus da bauen, oder? Ja, wir müssen ja irgendwas machen, um überhaupt erstmal diesen Ansturm der ersten Nacht so zu überleben. Ja. Bisher habe ich jetzt hier zumindest noch keine Gegner gesehen. Also ich hoffe, dass das erstmal so bleibt. Da hinten ist eine Siedlung? Nein, nee, hier ist eine Stadt hier unten. Ja, da wäre es doch eigentlich gar nicht so schlecht, hier oben was zu bauen. Ja, dann lass uns das lieber hier oben bauen, oder? Weil in der Stadt sind bestimmt viele Zombies. Ich habe gerade mal Kirschen gegessen und mein Leben ist wieder etwas höher gegangen. Also du musst was essen. Also wie bei Ark und Co. Ja, genau. Die Frage ist, ob wir unsere Foundation, ob wir die Base so ein bisschen an den Berg bauen, dann haben wir eine Seite schon mal geschützt, weißt du? Also ich in der Annahme, dass sie halt nicht den Berg runterkommen. Ja, ich sollte jetzt. Ja, ich bin ja hier gerade ein bisschen am Freiräumen. Deswegen bin ich ja hier die ganzen Bäume so ein bisschen. Ich dachte, wir haben so eine schöne Base, so mit Aussicht nach unten oder so. Ja, oder das, genau. Das ist auch nicht schlecht. Oder was meintest du jetzt? Ja, das können wir auch machen. Ja, ja. Auf der Seite dann so. Ja, wie meintest du? Oder meintest du jetzt über den Berg? Ich meinte die andere Seite, dass wir an den Berg dran bauen, aber so ist auch. Ach, wie bei Minecraft meinst du? Ja, das können wir. Nee, das können wir auch. Das wäre vielleicht sogar besser. Wir können die ja erweitern. Boah, das ist ja eine richtige Großstadt da unten. Ja, ja, deshalb. Wir können die erweitern. Ja, wir können die hier komplett drüber bauen, theoretisch. Ja, dann würde ich wirklich von hinten anfangen. Dann brauchen wir schon mal die hintere Seite nicht zumachen erstmal. Ja, weißt du wieder mit von hinten, ne? Ja, ja. Da müssen wir uns aber hier so ein bisschen... Die Frage ist jetzt, können wir hier bauen? Also auf jeden Fall würde ich erstmal ein paar von den Bäumen wegmachen. Ich hole mal... Also, warte mal, was haben wir denn? Weiß ja auch nicht, ob das so Minecraft-mäßig ist, dass die Zombies unter den Bäumen spawnen oder so. Hier ist ein Hase. Oh Gott, wer hat Rasi getötet? Ich habe den Hase getötet. Das Problem ist, wir können ja nicht so gut reinbauen, ne? Ja, aber die sind, weil es so uneben ist, ne? Aber da ist doch gut, hier an der Stelle ist doch nicht schlecht hier. Ja, ich versuche hier gerade ein bisschen frei zu schaufeln. Ich mach mal den Bilder an. Ja, warte, aber eine Foundation muss ich auch bauen, ne? Lass mal gucken, wo die Foundation sind. Schlafsack, Flagge, Lagerkiste. Oh, es gibt Lagerkiste. Bett kann man machen. Eine Flagge kann man machen. Nee, unter B, ne? Also einen Schlafsack habe ich auch schon mal gemacht, aber den würde ich. Also jetzt Fundament oder Boden? Ja, wir haben ja Boden dann, ne? Warte mal, dafür Scheiße. Dafür brauche ich einmal Holz und zweimal Holzbrett. Wie kriege ich das denn?
Schlamm. Aber das ist ein Bauernhof. Equipment. Müssen wir dann erst die Werkbank machen? Nee, oder? Ja, danach. Aber lass uns das nicht draußen hinbauen. Oh, ich habe zu wenig Holzbretter. Hä? Ja, ich habe gar keine Holzbretter. Deswegen will ich ja wissen, wie ich die herstellen kann. Der da Fan. Kann ich die vielleicht so... Nee, da steht nur, wie ich die Dinger hier mache. Da kann ich auch nichts umstellen oder so. Kann das sein, dass wir doch eine Werkbank erstmal brauchen? Das war meine Frage. Wand mit Tür. Pass auf, ich crafte mal eine Werkbank und mach die mal hier draußen irgendwo hin erstmal. Zaunschutzmauer. Ich mach die mal. Mach die hin. Ja, Materialverarbeitungstisch. Müssen wir den dann nicht bauen? Kostet aber auch nicht viel. Soll ich den vielleicht auch zusätzlich bauen? Ja, mach mal. Irgendwie hat es bei mir gerade. Wo ist meine Werkbank hin? Ich kann den nur nicht craften. Wieso? Ich habe da jetzt einmal drauf gedrückt, Moment. Ich dachte, ich hätte den im Inventar jetzt. Hm. Habe ich jetzt auch gerade gedacht. Habe ich aber nicht. Ich auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen... Ach, hier oben, Bild. Okay. Ah, ja. Müssen wir jetzt ein bisschen außerhalb machen, ne? Ja, wo machen wir die hin? Hier vorne hin? Erstmal hier hinten, weil die... Können wir bestimmt wieder abreißen. Ich hoffe. Aber ich kann es nicht hinstellen. Ach nein, die brauchen eine Foundation, glaube ich. Die kannst du nicht einfach so hier in eine Wiese setzen. Bei mir ist immer rot und lila. Nö. Ja, eben, ja, lila. Ich dachte, bei lila kann man... Also aber bei glaub, blau kannst du nicht hinsetzen. Wir sind schon Cracks. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, das wäre ja okay, wenn die eine Foundation brauchen, aber wir müssen die ja, nehme ich mal an, bauen, um eine Foundation zu bekommen. Deswegen, was ist denn mit Snap? Das ist wahrscheinlich nur ein Boden ausrichten oder sowas, was auch immer Snap heißt. Das, eigentlich ist es ja Schnappschuss, ne? Ja, ja. Low. Cancel ist das andere. Q ist high? Was? Ach so. Ich kann sie rotieren, ich kann sie nicht hier hinbauen. Ist das gerade kaputt oder was? Nein, du musst gedrückt halten, wenn es blau ist. Blau? Ja, das ist ja nie blau bei mir. Deshalb verstehe ich es nicht. Doch, grade. Hier ist überall blau. Pass auf, ich stelle das mal hier hin. So. Ja. Und dann gedrückt halten, die linke Maustaste. Oh, wir sind so clever heute. So, guck mal, jetzt kann ich ein Holzbrett machen. Und ich glaube, einmal Holz brauchte ich noch. So, dann drücke ich B. Dann mache ich einen Boden. Ich brauche zwei Holzbretter. Okay. Also, was lange währt, wird ewig gut, wollte ich gerade sagen. Wird endlich gut. Aber bei mir wird es nicht blau. Das ist das. Wie? Kannst du es überhaupt bauen? Fragen wir es mal so. Ich hab's in der Hand schon. Ja, also. Ja, okay, dann kannst du es auch bauen. Warte mal. Wo haben wir denn jetzt gesagt, wollten wir es hinmachen? Hier, ne? Nein, ich hab doch keine Bretter. Oh, warum macht er, warum zeigt er ja, das? Ja, die musst du mit dem von mir machen. Ja, aber warum zeigt er so eine Scheiße nicht an, ey? Ich glaube, aber hier muss ich. Was anderes hinbauen. Ich kann hier keine Foundation hinbauen. Ich kann die nur vorne hinbauen, Schatz. Nee, warte mal. Hier kann ich jetzt eine, aber ich kann die nicht näher ranbauen an den Berg. Okay. Sollen wir die trotzdem hier hinten machen? Ja, mach trotzdem da, würde ich sagen. Mach's aber auch etwas höher, dann mach das hoch. Nicht in den Boden rein, ne? Ja, aber dann brauchen wir doch eine andere Foundation. Hm. Also hoch kann ich nicht, kann die nur auf dem Boden ausrichten. Nee, dann da gibt es auch andere, die man, die so ja, ich muss nur die
das Fundament muss ich bauen. Ja. Ich guck gerade mal. Flor. Ja, genau, das Fundament brauchen wir, ja. Ja, das ja sonst, das pass auf, sonst baue ich das. Oh, oh. Hier ist ein Zombie. Ja. Soll ich dir helfen? Geht's? Nein. Give me the shit. Warte mal, ich mach die Foundation, mache ich mal vorne zu dir. Nein, da machen wir oben, nämlich arbeiten wir da mit Fundament, weißt du? Ja, ja, ich mach Fundamente auch. So. Da kann ich nur zwei vom bauen, mehr habe ich nicht. Warte mal. Die kann ich auch näher hier ranbauen. Ja, das versuche ich gerade. Aber hier nicht so, nicht so nah. Ja, fang du an. Ich setz dann nur dran. Wir können ja aber nicht zu nah ranbauen. Das ändert. Weil da kommen die nicht hoch bei diesem hohen Fundament. Das ist, na gut, das ist zu niedrig wahrscheinlich jetzt. Du hast gesagt, ich soll das da bauen. Ja, yeah, das Problem, ich weiß nicht. Na gut, wir probieren es einfach. Kannst du aber nicht so richtig, Ah doch, Snap ist, dass die direkt aneinander gebaut sind. Dass die so links, rechts einrasten. Musst du Alt drücken, damit das dann direkt daneben ist. Aber die Höhe musst du noch einstellen, oder? Die musst du mit Q oder E... Aber ja, wenn du Snap machst, denke ich mal nicht, dass der dann automatisch bei mir dran sitzt. Aber wir bräuchten auf jeden Fall Stairs hier. Wir bräuchten auf jeden Fall eine Treppe gleich. Dafür bräuchte ich dann aber zwei Ranken noch. Wo kriege ich denn die Ranken jetzt her? Hier, ne? Hä, wieso? Alter. Ach, ich habe kein Material mehr. Sag mir das doch. Schatz, du hast kein Material mehr. Waren die Ranken nicht von den Büschen? Doch. Ah, hier ist endlich mal eine Ranke. Also man findet wenig Ranken, finde ich. Oder das sind nur bei speziellen Größen von Büschen oder so. Da ist auch eine bei, okay. Also eine Treppe könnte ich gleich schon mal machen, damit wir da überhaupt hochkommen. Ja, aber warte erstmal ein bisschen. Wir müssen ein bisschen mehr Plateau haben. Wir brauchen ja mehr Platz da oben. Damit wir. Also wir brauchen erstmal ein paar Foundations noch davor, ne? Weil es sind ja jetzt im Moment nur zwei. Frage ist, wachsen die Bäume und das Ganze auch mal wieder nach oder ist das dann hier alles kahl? Ich meine. Also wenn wir hier bauen, denke ich mal, wird nichts mehr nachwachsen. Na klar, also nicht da, wo man gebaut hat, aber so in der Umgebung oder ist das dann. Weil man kann auch nichts pflanzen. Ne? Ich meine, bei Seven Days konnte man, glaube ich, was pflanzen. Ja, da kann man ein. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja, doch. Oder ich habe es einfach nur nicht gemacht. Nee, konnte man, ja, ja. Sonst jetzt ja viel zu wenig Material. Machen wir uns hier nochmal ein bisschen Platz. Ach nee, das oben ist einfach nur die Zeit. Die Zeit der, sag mal schnell. Ja, bis diese Dings wohl kommen. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht eher. Ich glaube eher, das ist die Tagzeit, die wir jetzt hier drin sind, ne, oder? Ja, wir sind aber keine 17 Stunden im Spiel. Nein, nicht 17 reelle Stunden, das ist schon richtig. Wieso habe ich ein Vogelei? Ich habe ein Vogelei. Okay. Aber man kann echt wenig aus dem Holz, kannst du echt wenig rauscraften, ne? Naja, so wirklich viel kriegst du nicht raus. Vor allen Dingen,
Ja gut, Ark habe ich selber eingestellt, ne, dass du da halt... Ach, das warst du. Dass du da halt mehr rauskriegst. Aber wenn ich das so vergleiche, so ein bisschen mit Ark, da kriegst du ja mehr raus, um irgendwas zu bauen. Finde ich schade, dass man es hier jetzt so nicht einstellen kann. Ja gut. Ist natürlich abhängig, ob man einen eigenen Server machen kann oder nicht. Ja. Wobei ich ja trotzdem eigentlich was Eigenes erstellt habe, laut denen. Das Problem ist, ich kann hier nichts mehr dran machen. Ich kann aber überhaupt keine... Ach, mir fehlen noch... Oh, sag das. Man braucht doch Baumstämme. Man braucht keine Bretter für diese Dinger. Ich habe zu wenig Baumstämme. Bretter brauche ich aber auch dafür. Für die Foundation? Also für diesen... Was ich Foundation, dieses Fundament, da brauchst du keine Bretter anscheinend. Da brauchst du Baumstämme. Hat er mir jetzt angemeckert. Also du meinst dieses hohe. Achso, ja. Ich muss sogar eine Treppe bauen. Haha. So, warte mal. Flor, Fundament. Ja, stimmt. Der braucht aber... Ranken. Der braucht aber trotzdem auch die Ranken. Ja, da habe ich auch nicht genug von. Warte mal. Ach, da... Also das mit dem, dass der da automatisch anpasst, das finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Funktioniert aber gerade nicht. Oder es ist nur wegen der Höhe. Das kann natürlich sein. Oh, ich habe Äpfel gerade. Okay, das ist wahrscheinlich wegen der Höhe. Okay, also hinten können wir nicht ran. Jetzt kann ich, glaube ich, nicht mehr wegen den Ranken. Also gut. Ich brauche dringend Ranken. Achso, ich muss auch noch dringend was essen. Fällt mir gerade ein. Toll, zwei Dinge habe ich davon gerade mal gekriegt. Das ist echt, das ist so ressourcenfressend. Wie viele Bäume mussten dafür zerlegen, mal so ein paar Foundations zu machen? Ja gut, man soll ja nicht direkt so ein riesen Ding bauen, ne? Nee, das ist mir schon klar, aber... Schon... Also ich wäre dafür, dass wir jetzt vielleicht noch eins nach vorne machen, dann auf jeden Fall erstmal eine Treppe da an der Seite dran bauen. Seitlich oder von vorne? Ich hätte jetzt das Problem... Ja, also von vorne, dann haben wir natürlich nur so ein kleines... Ja, du kannst auch sagen, das Problem ist, kurze Info, das Problem ist, machst du eine Treppe hin, kommen die Zombies da hoch. Ja, sonst kommen wir aber auch nicht hoch. Nein. Außerdem müssen wir ja eine Treppe bauen, wie gesagt. Also ich muss es zumindest. Lass mich doch mal ausreden. Wenn wir einen Steg bauen und bauen da eine Falle drauf, dann kommen die Zombies auch da hoch, aber werden vielleicht von der Falle zerlegt. Ah, ich wusste, ich hätte... Den zweiten mache ich noch. Also das habe ich in dem Video von dem Entwickler, also hier von dem Spielinfo gesehen. Oder kann man Nee, kann man nicht hochspringen. Man kann das upgraden. Warte mal, ich möchte mal eben. Ah, okay. Du kannst es theoretisch aber pro Ding upgraden. Da brauchst du 6 Ziegel, einen Zement und 2 Nägel für. Das ist krass. Dann nimmt das keinen Feuerschaden mehr. Ja, ja, aber wir graden jetzt gar nichts. Das ist aber heftigst teuer. Also ist pro Platte. Ja, wie gesagt, die große Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Ich muss auf jeden Fall eine Treppe bauen. Das ist mir jetzt egal wo, aber ich muss eine bauen. Weil sonst komme ich hier nicht weiter. Ich meine, wir kommen eh nicht da hoch ohne Treppe, deswegen... Ja, von mir aus, da bau eine da seitlich dran, wenn du das machen willst. Also du bist jetzt... Ich muss es. Ich will es nicht, ich muss es. Wieso musst du es? Ja, weil ich es muss. Anders geht es nicht. Ich will auch mit den Quests hier weiterkommen, damit ich hier... Ach so, wie gehen die Quests? Bei mir geht das nicht. Ich habe keine... Bei mir ist immer noch Stelle eine Holzfäller-Axt her, die ich schon lange hergestellt habe. Was ist denn bei dir als Quest? Ja, dass ich die Treppe bauen soll.
Steht das links in diesem schwarzen Fenster? Ja. Ja, sag ich ja schon die ganze Zeit. Ja, aber bei mir geht das nicht weiter. Also da stimmt irgendwas nicht. Ich kann das nicht machen. Bei mir ist immer noch das Gleiche. Und die Axt habe ich als allererstes hergestellt. Ich weiß nicht, da steht noch irgendwie, dass ich Nägel irgendwas brauche oder was privat. Keine Ahnung. Vielleicht hast du die Axt zu schnell hergestellt. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, aber ich kann jetzt gar nichts mehr machen, oder? Ich muss nochmal rausgehen. Muss noch mal Schalten reinkommen. Sie das Licht ein und aus. Welches Licht? Drück mal L. Ah! Ja, toll. Okay. Die ganzen dann noch Errungenschaften, mal die Karte. Die kann ich alle nicht machen. Also L ist Licht, das schreibe ich mir auch mal eben auf. Ja, aber das ist doch... Aber ist das das allererste gewesen? Erstellen Sie einen Ausrüstungsfertigungstisch, okay? So, ich habe mein Tutorial jetzt ausgemacht. Ich mache es jetzt nochmal an. Also ich kann den Tisch hier aber nicht mitnehmen, so wie es aussieht. Das ist natürlich doof. Ja, ich muss immer noch eine Axt herstellen. Pass auf, ich stelle jetzt nochmal eine Axt her, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Jetzt habe ich noch eine. Hä, jetzt macht er das jetzt nicht. Ey, sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Alpha-Version. Jetzt kann ich alles nochmal machen, was ich schon gemacht habe. Ich habe schon Bäume zerstört. Aha. Brauchen Brett und Balken. Ich wollte eigentlich das Ding hier hochstellen, aber es wäre besser, wenn wir erst die Wände hinten reinbauen und dann... Ich muss aber nochmal ein Fundament bauen. Ich baue noch eine Reihe davor, weil das ist zu wenig. So ja, wenn das gilt, musst du mal drauf achten. So. Wird es natürlich gerade tierisch dunkel irgendwie. Ich würde eigentlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest des Baus dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao.